Fanny Elsler, eine der berühmtesten Balletttänzerinnen aller Zeiten, wurde 1810 nur ein paar hundert Meter vom Theater an der Wien entfernt in der Gumpendorfer Straße geboren. Hier in diesem Theater erlernte sie auch in einem Kinderballett die ersten Tanzschritte. Ihr Vater Johann Elsler war Kammerdiener und Notenkopierer bei Josef Haydn in Eisenstadt. Deshalb hat der Verein Ballett Tanz Burgenland den Versuch unternommen, basierend auf historischem Material aus den verschiedensten Quellen Originaltänze von Fanny Elsler zu rekonstruieren. Die sorgfältigen Rekonstruktionen der historischen und teilweise verloren geglaubten Tänze der Fanny Elsler stellen für die Geschichte des österreichischen Tanzes eine wertvolle Bereicherung dar. Heuer jährt sich der Todestag dieser begnadeten Tänzerin zum 120. Male und so stellten sich Solotänzerinnen der Opern von Paris, Amsterdam, Berlin und Wien für diesen Abend zur Verfügung, um Fanny Elsler sozusagen wieder auferstehen zu lassen. Ballerina brachte spanische und slawische Volkstänze in den entsprechenden Nationalkostümen auf die Bühne und verlieh dem romantischen Ballettstil dieser Zeit einen bodenständigeren und sinnlicheren Charakter. Ihre Schönheit und ihr einnehmendes Wesen öffneten Fanny Elsler die Türen zu den obersten Gesellschaftskreisen und europäischen Herrschaftshäusern. So hatte sie zum Beispiel eine Liaison mit dem Herzog von Reichstadt, einem Sohn Napoleons. Übrigens hat auch Napoleon selbst Haydn und seinen Kammerdiener sehr geschätzt und er hat das Haus Haydns während der Besatzung persönlich vor Übergriffen französischer Soldaten schützen lassen. Ursprünglichsten Ausdrucksmittel des Menschen, um seelisch-geistige Vorgänge durch Bewegung des Körpers, durch Gestik und Mimik zu veranschaulichen. Mit diesen Tänzen eroberte Fanny Elsler in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Ballettsäle der Welt zwischen Havanna, New York, Neapel, Berlin, Paris, London, Moskau, St. Petersburg und natürlich Wien.
Die sogenannte Cachucha, ein spanischer Charaktertanz, wurde das von Fanny Elsler am meisten getanzte Stück und mit ihm erreichte sie weltweite Berühmtheit. Beim großen Finale waren alle Interpretinnen von Fanny Elsler gleichzeitig auf der Bühne.